Hallo und willkommen zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. In den letzten Folgen hatten wir die drei Monolithen auf der Magierinsel aktiviert. Daraufhin ist er auf uns zugekommen und ja, das Gespräch geht ja jetzt weiter. Ihr könnt euch ja das letzte Video angucken, wenn ihr das Gespräch sehen wollt. Magisches Werkzeug? Magisches Werkzeug? Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Hört sich interessant an. In der Tat, das ist es. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden. Es kann nicht mehr viel schiefgehen. Also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Folge mir. Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja, das ist wahr. Die Menschen sind schon genug gebeutelt worden. Da ist es schwer, noch Hoffnung zu finden. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. So. Ist ja spitze. Das halbe Gespräch mit... Das ist... Mikros Mund. Ich nehme an, ich soll ihn jetzt folgen. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Mit dem Wasser. Ich bin gerade Tortellini am Kochen, aber ich habe zu viel Wasser angemacht. Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich dann wichtiger, mich darum zu kümmern. Das hat nämlich übergekocht und gezischt und alles Mögliche wie verrückt. Das ist dann wohl doch etwas wichtiger als dieses Spiel hier. Weil das ist ja das reale Leben, dieses übergekochte Nudeln. Und das hier ist eben ein Spiel. Kann also ganz nebenbei kommen und alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Oh, oh. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Armer Irrer. Was glaubst du eigentlich, was das da ist? Vergreifst du dich da nicht etwas in deinem Ton, junger Mann? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Was ist dann deine Erklärung dafür? Wir haben schon viele Deutungen dieser bizarren Felsstruktur diskutiert. Doch war bisher keine davon wirklich schlüssig. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Das Portal absorbiert magische Energie, sagst du? Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin?
Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Dann geh mit Gott aber flott. Ich frag mich, warum haben die mir eigentlich einen Punkt abgezogen? Was ist das für ein Mist? Ich wusste doch, dass das Portal ist hier. Anscheinend will an das Credo dieses Spiels zwei Dinge beibringen. Das erste ist, egal was du für jemanden tust, sorg dafür, dass du möglichst Asche kriegst. Das zweite Credo dieses Spiels ist es, den Leuten möglichst in den Arsch zu kriechen. Ich nehme an, aktiviert jetzt das Portal hier und dann kommen da die Dämonen raus. Und ich muss damit erkämpfen. Da sagt er dir, Lipo, speichern. Ich hatte eigentlich eher gehofft, ich würde jetzt hier den zweiten Magier kriegen. Den ich benötige. Einen habe ich ja schon. Bei den, kann nicht sein hier. Knie nieder in den Staub mit dir. Wie viel habe ich denn noch von den Kugeln? 320. Ich sollte mal wieder die Kombination zwischen ...10 bis 40. Das Problem ist, das haut auch nicht mehr rein. Das ist das hier von den Dämonenjägern, die Waffe. Hiebwaffe plus. Da nehme ich trotzdem mal das. Das müsste nämlich dieselbe Waffe sein, die der Begleiter auch hat. Und der Begleiter war ja eigentlich schon immer ein Dämonenjäger. Okay. Und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Es nimmt kein Ende mit den Biestern. Hallo. Ich komm nicht weg hier aus der Ecke. Zurück. Dann Scheißvieh, gehen mir auf den Sack, diese Viecher. Du hast deine Waffe nicht gezogen, Thomas. Das ist das, was mich am meisten stört. Das ist ja beinahe schon so störend wie bei Doom. Entweder leuchten oder schießen. Das heißt, wenn man mit der Taschenlampe geleuchtet hat, konnte man nicht schießen. Das ist ja beinahe schon genauso lästig hier. Und by the way, die Waffe ist scheiße. Ich brauche die beste Waffe und nicht die Waffe, die für mich bereitgestellt wird. Oder hier, die nimmst du jetzt oder leck uns am Arsch, so nach dem Motto. Oh, der hat auch eine Reichweite. Golem Ende. Eisengolem. Die haben sie cool gemacht. Die Golem. Aber wenn ich ehrlich sagen soll, wenn ich die als Figur machen würde und auf den Sockel stellen würde, dann würde sie auch gut bei
Ist geil in das Geben. Ich bin mal gespannt, wenn das nächste Skylander verwursten. Das heißt, wann das nächste Skylander verramscht wird. Dass ich mir das... Ich muss ehrlich sagen, dieses Skylanders, die Spiele waren eher schwach, würde ich eher sagen. Ich speichere mal nochmal. Also spielerisch ist das Ganze schwach. Es war... Ich habe mir das mal geholt, Skylanders, für 15 Euro mit drei Figuren dabei. Diese Box und Spiel. Das war sogar neu im Geschäft. Für die Wii U als erstes und dann später nochmal Skylanders, hast du nicht gesehen, Schlag dich tot. Da gab es dann diese größeren, ich weiß gar nicht, wie das dann hieß. Wollte ich das denn nicht stehen, das wieder bei den PS4 spielen. Andra Lippo sucht, ist im Suchmodus und sucht weiter und ist blind. Das war doch für die PS4. Da ist es so, Skylanders. Swap Force. Auch für 15 Euro. Da gab es die Figuren, die wurden dann auch billig verkauft. Für 5 Euro die kleinen und die großen für 7,99 oder so. Da habe ich mir auch eine Hand voll geholt, einen ganzen Schwung. Die sind ja kompatibel. Das heißt, die sind auch die Figuren sind untereinander kompatibel. Ist egal, ob die jetzt bei der Wii U dabei liegen oder bei der PS4. Es war nett, diese Figuren auf das Portal zu setzen. Rein spielerisch, aber vom spielerischen selbst her, weil das, ja, das ist halt ein Kinderspiel. Das ist halt super schlauchartig. Und die Missions, die man da macht, die Quests, die sind auch vom allerbilligsten. Aber es ist im Kinderspiel. Ich habe es einmal durchgespielt und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Ich habe mir halt gedacht, das war was Neues, ist geil, denn das. Und die Figuren, die haben auch nicht den Charme der Amiibos. Wo man, da habe ich auch nicht so viele von 5 Amiibos habe ich. Den Yoshi, den Mario, den Diddy Kong, den Donkey Kong und den Bowser. So stellvertretend quasi für die Diddy Kong Reihe, für die Mario Spiele, also Mario Brothers und so, deswegen Bowser als der Gegner, der immer in den Spielen aufgetaucht ist und Mario selbst und Luigi habe ich keine schön gefunden. Habe ich den Yoshi schon erwähnt? Ich hätte mir damals mal mehr Amiibos holen sollen, die hatten, als der Mediamarkt den neu eröffnet wurde. Das heißt, die haben den umgebaut und dann wieder Neueröffnung gehabt. Da hatten die für... Hat nicht gerade Kristallportal geschrieben? Mann! Das ist tatsächlich ein inaktives Kristallportal. Ich rate mal, was hier passiert. Der aktiviert das Kristallportal, da kommen die Gegner raus, ich mache alle Gegner platt und zerstöre dann das Kristallportal. Und dann hoffe ich, bekomme ich Hilfe des Magiers. Ich nenne das Video mal das inaktive Kristallportal. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen.